Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und am Stream. Es geht hier bei dem Antrag der FDP-Fraktion um die Frage der Beseitigung von Korruptionsanfälligkeit und Misswirtschaft beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen. Nun wurde hier in der bisherigen Debatte zur Überweisung eines Antrags in einen Ausschuss schon wieder heftig mit Sand und Schmutz geworfen, von allen Seiten, in alle Richtungen. Ich als Mitglied der Piratenfraktion, die wir seit 2012 hier im Landtag sind, kann sagen, wir waren an all dem Schmutz jedenfalls nicht beteiligt und alle anderen haben sich im Verlauf der Geschichte des BLB seit 2001, also sicherlich auch einer rot-grünen Regierungszeit, bis heute nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das möchte ich einmal festhalten. So viel zum Schmutz, der hier geworfen wird. Deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, hier vorzuwerfen, dass die eine Fraktion der anderen Fraktion vorhält, was er irgendwie gut gemacht hat, schlecht gemacht hat, wo die Skandale aufgeploppt sind. Fakt ist, und das müssen die Menschen wissen, das kriegen sie ja nun auch tagtäglich, möchte ich fast sagen, in Zeitungen und im Fernsehen mit, es geht um Skandale des Bau- und Liegenschaftsbetriebs, es geht um Aufsichtsdefizite, es geht um Kontrollverluste oder beziehungsweise Strukturen innerhalb des BLB, die eine ausreichende, ordnungsgemäße Kontrolle über Finanzen, über 1.300 Grundstücke rund, über 4.250 Immobilien, zahlreiche Bauvorhaben mit einem Volumen von roundabout 1 Milliarde Euro pro Jahr eben nicht gewährleistet ist. Und es geht vor allen Dingen darum, wie man die ganze Sache auf bessere Füße stellen kann. Dem soll der Antrag der FDP zumindest dienen. Und deswegen kann ich hier also der FDP ehrlich gesagt beim besten Willen nicht vorwerfen, dass sie sich hier in irgendeiner Form rausstehlen wollen. Denn selbst wenn sie einmal daran beteiligt war in den Jahren 2005 bis 2010 an der Regierung, unter der im Rahmen des BLB wohl bemerkt Bauprojekte oder Ankäufe von Grundstücken und Immobilien stattgefunden haben, die sich hinterher als skandalös oder die Umstände darum als skandalös herausgestellt haben, heißt es natürlich nicht, dass dann, wenn die FDP sich heute in der Opposition befindet und solche Forderungen stellt, dass das schlecht ist. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Mustafizadeh, richtig ist auch, dass, wenn Sie schon das Jahr 2005 fortfolgende nehmen, seit zumindest 2010 in der Erkenntnis von Strukturdefiziten, von Kontrollverlust und Kontrolldefiziten Bekanntheit besteht, diese aber bis heute nicht beseitigt sind. Und so warten wir doch alle heute immer noch, auf das Eckpunktepapier bezüglich der Neuaufstellung und der Wiederherstellung bzw. Herstellung von Kontrollmechanismen innerhalb des BLB, die es verhindern helfen sollen, dass derartige Projekte wie zum Beispiel in Bielefeld wie geschehen aus dem Ruder laufen und dass es eben nicht beispielsweise zu Leerstandsrügen seitens oder Rügen bezüglich des Leerstandsmanagements seitens des Landesrechnungshofs kommt. Und da muss man einfach mal sehen, wir warten eben wie gesagt auf die vom Finanzministerium seit, möchte mal sagen, Jahren angekündigten Eckpunkte, die, wie wir immer wieder hören, in der Ressortabstimmung sind, für eine bessere Kontrolle innerhalb des BLB, für eine bessere Kontrolle seitens des Aufsichts, der Aufsichtsbehörde bezüglich des BLB, und das ist nun mal das Finanzministerium. Zu lange, wenn Sie mich fragen, warten wir darauf. Denn jeder Euro Verschwendung, den der Landesrechnungshof ja feststellt, ist definitiv ein Euro zu viel. Denn jeder Euro, der verschwendet wird, jeder Euro, der in dunkle Kanäle verschwindet, ist ein Euro, der aus dem Steuern, der auf die Knochen derjenigen Menschen geht, die diese Steuern erwirtschaften. Und das sind zum Beispiel auch die Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal. Das sind wir alle. Das ist die Gesellschaft. Auf deren Lasten spielt sich die ganze Situation ab. Und deswegen ist es eine Frage des gesamten Landtags Nordrhein-Westfalen, hier für eine Abhilfe zu sorgen. Insbesondere hat das ja auch der konsensuale Antrag zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses bezüglich des BLB und verschiedener Skandale gezeigt.
dass dahingehend zumindest Konsens besteht. Also sollten wir doch bitte außerhalb der Untersuchungsgegenstände auch zukünftig dafür Sorge tragen, dass eben dieser konsensuale Wille hier zum Ausdruck kommt, dass die Sache nach vorne geht. Kommen wir einmal kurz zu dem Antrag der FDP, den wir ja noch ausgiebig im Ausschuss wiederum beraten werden. Also, lieber Kollege Witzel, keine Frage, die Ansätze sind ja bekannt, definitiv. Eine Neuaufstellung oder wie auch immer Neukonzeption des Bau- und Liegenschaftsbetriebes wird allenthalben diskutiert. Innerhalb der Fraktionen, fraktionsübergreifend, im Land, in der Wirtschaft, überall. Das werden wir brauchen. Ob das, wie es hier beschrieben ist, dann der richtige Weg ist, das werden wir sicherlich beraten. Sofortmaßnahmen, möglicherweise brauchen wir auch die. Wir haben jüngst gehört, ja, der BMW hat nur noch einen Geschäftsführer. Es waren mal zwei. Ursprünglich vorgesehen waren sogar drei. Der zweite Geschäftsführer ist seit jetzt ein paar Wochen weg, beziehungsweise seit 1. Juli in Diensten des Finanzministeriums wiederum zurückgekehrt in die Abteilung 4. Als Leiter der Abteilung 4 des Finanzministeriums. Wir brauchen also definitiv als Sofortmaßnahme, wenn es noch nicht geschehen ist, die Ausschreibung dieser Geschäftsführerposition. Wir brauchen sicher ganz dringend die Besetzung dieser Geschäftsführerposition, alleine schon um das Vier-Augen-Prinzip zu gewährleisten. Und wir brauchen möglicherweise auch eine Besetzung der dritten Geschäftsführerposition im Hinblick darauf, dass, ob nun Corporate Government Codex, die ich die Sache nenne, oder ob ich das Eckpunktepapier nenne, oder wie auch immer ich das Ding nenne, es müssen Regelwerke her beim BLB, die es ermöglichen, dass eine Kontrolle hinreichend ausgeübt werden kann. Und es bedarf einer Person innerhalb der Geschäftsführung des BLB, die wirklich nichts anderes im Sinn und im Kopf hat, als Steuerungsmechanismen im Auge zu haben und ein Compliance-Management zu betreiben. Dieses Compliance-Management wird derzeit in irgendeiner Abteilung des BLB wohl durchgeführt, habe ich gehört, sei es drum, aber es scheint eben nicht zu reichen. Es braucht auch eine Steuerung von Seiten der Geschäftsleitung. Und die Mitarbeiter, die hier angesprochen worden sind, des BLB, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Kollege Zimkert, ich sehe hier kein Bashing auf die Mitarbeiter. Überhaupt nicht. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BLB machen ihren Job, und zwar so, wie die Führung des Unternehmens diesen Job vorgibt. Und ich sage Ihnen nochmal, wie schon so oft an dieser Stelle und auch anderswo gesagt, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und solange der Fisch stinkt, läuft ein Unternehmen nicht, dann werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ein Stück weit alleine gelassen. Und so bedarf es also ausreichend qualifizierter Führungspersönlichkeiten, auch innerhalb eines Unternehmens, wie auch immer es als Sondervermögen des Landes Nordrhein-Westfalen geführt wird, in der Unternehmensleitung des BLB. Und da werden wir dann mal schauen und diskutieren, sicherlich nicht letztmalig im Rahmen der Antragsberatungen im Ausschuss. Und auf diese Beratung freue ich mich, wie auch an anderer Stelle. Dankeschön.